Die Teijin-Kühlweste ist eine komfortable, leichte und extrem smarte Lösung, die aktiv den natürlichen Kühlprozess des Körpers verstärkt. Diese Lösung ist selbstregulierend, benötigt kein Eis oder Wasser, verursacht keine Schockkühlung und braucht keine Vorbereitungszeit. Die integrierten, durch wiederaufladbare Akkus angetriebenen Ventilatoren führen Luft durch ein speziell entwickeltes Textil. Diese Luft nimmt den Schweiß auf und verstärkt den natürlichen Kühlmechanismus des Körpers. Das Resultat ist eine konstante Kühlung, die den Benutzer während hoher physischer Anstrengung und in herausfordernden Situationen schützen kann. Dies gilt besonders unter starkem physischen Stress, der die Kerntemperatur des Benutzers auf über 37,5 Grad Celsius ansteigen lassen kann. Die Teijin-Kühlweste reduziert das Risiko von geringerer Leistungsfähigkeit, Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten und kann dazu beitragen, den Körper vor Hitzschlag und irreversiblen Gesundheitsschäden durch Überhitzung zu schützen. Dank des innovativen Designs und innovativer Technologie sowie der körpergerechten Passform ist die Teijin-Kühlweste sehr einfach zu benutzen. Plug and Play – die Teijin-Kühlweste. In diesem Video werden wir Schritt für Schritt erklären, wie Teijins aktive Kühlweste zusammengebaut wird. Nehmen Sie alle Teile der Kühlweste aus der Verpackung. Lesen Sie die beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Zuerst schieben Sie den Batteriehalter durch das hintere untere Loch der Seitentasche. Öffnen Sie den Klettverschluss des Kabeltunnels an der Unterseite der Weste und beginnen Sie an der vorderen linken Seite damit, das Kabel in den Tunnel zu legen. Setzen Sie das Unterteil einer Ventilatorhalterung von innen nach außen in das linke Ventilatorloch der Weste. Achten Sie darauf, dass der Pfeil nach oben zeigt und die Ventilatorhalterung das Textil komplett abdeckt. Setzen Sie nun den linken Ventilator mit dem Aufkleber nach innen in die Halterung ein. Führen Sie das Kabel durch die Öffnung in der Ventilatorhalterung und schließen Sie die Halterung mit dem Oberteil. Halten Sie das Unterteil der Halterung fest und drehen Sie das Oberteil im Uhrzeigersinn, bis es klickt. Fahren Sie, wie beschrieben, mit dem Zusammenbau aller Ventilatorhalterungen an der Rückseite fort. Legen Sie die Kabel für die Ventilatoren in den Klettverschlusstunnel an der Rückseite. Nun bauen Sie die letzte Ventilatorhalterung an der Vorderseite zusammen. Legen Sie das Kabel in den Klettverschlusstunnel und schließen Sie den Tunnel. Zum Schluss setzen Sie den aufgeladenen Akku von oben in die Tasche und in den Batteriehalter ein. Zur Überprüfung, ob alle Ventilatoren funktionieren, stellen Sie den An-Aus-Schalter auf An. Dieser Schalter befindet sich vorne am Batteriehalter. Nun ist Ihre Teijin-Kühlweste fertig zum Einsatz. Gemeinsam arbeiten für eine sicherere Gesellschaft.